Das sind halt auch die Falschen. Schauen wir mal auf der anderen Seite. Aber grafisch schön. Ich mag so Inseln. Ja, ich auch. Ich kann zum Beispiel die da auch jagen. Also das habe ich schon probiert. Die kann man tatsächlich auch erwischen mit einer Wurfaxt. Aber man muss halt gut zielen. Ich flitze mir die ganze Zeit hier zwischen die Beine rum. Kann ich da irgendwas abbauen oder kann ich auch nichts abbauen? Ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich Stöcke in der anderen Richtung finde. Sind hier wieder Skorpione? Nein. Okay, schauen wir mal. Crafting. Was können wir denn noch machen? Eine Bandage können wir uns machen. Proceed Duration. Achso, da brauche ich auf jeden Fall ein Campfeuer dazu. Ah, okay. Das ist zum Craften von so Heildingern hier. Stone Saw. Dann kann ich danach Workbench machen. Oder die... Nee, da brauche ich die Workbench dazu, um das herzustellen. Genau, dafür brauche ich Stöcke. Dafür brauche ich Stöcke und Blätter. Dafür brauche ich auch Stöcke. Stone Cutter. Ich kann mir auch immer noch kein Skirt machen. Entschuldigung. Aber das kann ich mir machen. Ein Leaf Cape. Servus Lavenom. Hallo Bobus und Chat. Endlich Freitag und Wochenende. So. Damit habe ich doch zumindest schon mal hier was an. Das ist doch auch schon mal gut, oder? Ich könnte... Ich weiß halt nur nicht, ob die Sachen verschwinden, ne? Ich könnte mal hier beim Feuer einfach mal die Scorpions rausdroppen. Ja, die liegen halt dann da. Lecker Schmecker. Einfach vorm Feuer. Das wundert mich hier noch. Damit kann ich anscheinend irgendwie Ignite Duration. Ich weiß nicht, ob ich das... Probieren wir es mal. Select Fire Starter First. Den da bitte. Ja, habe ich doch. Add haben wir geedit. Okay. Wir haben Fool drin, weil ich habe ja Äste reingetan, ne? Kisten gibt es nicht? Doch, wahrscheinlich schon. Ja, danke habe ich und morgen nochmal mit Freunden. Das ist doch super. Kisten gibt es schon, aber die muss ich ja erst einmal dann wahrscheinlich entdecken, wenn ich die Workbench machen kann. Campfire with Stones. Da gibt es ja einiges. Water Collector. Essenstrockner. Carpenter Workbench, also da zum Holz schneiden. Das Floß kann man sich machen. Stone. Can be found, ja, okay. Wieso kann ich mir Steine craften? Ah, zwei neue Blueprints unlocked. Okay. Stonecutter, den kann ich mir jetzt machen. Level 1. Ja, das Signal Fire muss ich auch noch machen. Wir haben eigentlich noch Tag, ne? Ich sollte eher schauen, dass ich... Was ist denn vom Gewicht? 29 Kilo? Wir können das, glaube ich, trotzdem schon mal hinpreparen. Dieses Feuer. Dachte ich zumindest, dass ich das hinpreparen kann. Da! Signalfeuer, da ist die Kiste. Box made of branches.
Da brauche ich Äste dafür. So, Signalfeuer ist natürlich gut, wenn es vorne am Strand ist, ne? Machen wir es doch da einfach mal hin. Was ich gut finde, man kann im Grunde alles, was man so einstecken hat, was dafür gebraucht wird, kann ich jetzt halt schon mal hinzufügen und den Rest halt dann, wenn ich es habe. Vorher ist es halt nicht gebaut. Also das finde ich auch nicht schlecht. So bekommt man auch einiges aus dem Inventar raus. So, was kriege ich da? Da kriege ich auch nur Blätter. Aber obwohl, ich könnte mir eigentlich mal Blätter mitnehmen, ne? Ich muss aber auch schlafen, weil meine Müdigkeit-Anzeige. Und bevor ich jetzt da mit euch im Dunkeln rumhampel, würde ich sagen, schlafen wir lieber mal. 9 Stunden können wir machen. So, das Schöne ist halt, weil ich es auf leicht eingestellt habe, dadurch verliere ich halt nicht so viel Wasser jetzt. Halt. Das wäre nämlich jetzt halt auch noch blöd, wenn man da zu viel an Essen und Trinken verliert und dann überhaupt nicht die Möglichkeit hat, erst einmal das Spiel kennenzulernen. Und ich bin mir sicher, dass das viele machen. Also auch die Hardcore-Spieler, dass die auch immer erst einmal gucken, wie läuft's. Weiß nicht, ich kenne zumindest keinen, der irgendwie rangeht an so ein Spiel, absolut kein Know-how drüber hat und sagt, ich lege sofort Hardcore los und das dann auch wirklich durchziehen kann. Krabs, Mr. Krabs. Weil hier ist ja eher so die... Ha! Dann kann ich ja jetzt mein Röckchen anziehen, oder? Nee, eins brauche ich noch. Crafting. Klamotten. So. Jetzt habe ich noch ein Röckchen an. So. Warte mal, was war noch? Schuhe, ne? Die kann ich mir doch auch gleich machen. Oh, nice. Die haben auch ein bisschen Sun Protection. Das ist doch cool. Zu den Bäumen wegen Stöcken. Okay. Man fühlt sich aber so klein, wenn man hier läuft und ist auf Augenhöhe mit dem Gras, ne? Nee, da ist nix. Drüber gehopst. Da auch nicht? Oh, Pilz. Tabakblatt, okay. Hups. Scorpion Attacks. Super. One damage from the animal. Naja gut, wenn das 100 sind, ne, und mich stechen, dann schon wieder. Hallo? Das ist das eben mit dem Ekel, ne? Gehen wir zum Baumwingstückchen. Weil das können manche halt überhaupt nicht haben. Ich glaube eher... Ah, doch, hier. Tatsächlich. Dauert eine Stunde, ne? Das, man soll es nicht glauben. Wie schaut es denn vom Gewicht her aus? Kann ich das noch tragen? Obwohl, warte mal. Dann nehme ich vielleicht einmal nur das damit. Mal.
schon wieder ein Skorpion, ey. Das gibt's doch wohl nicht. Hier gibt's anscheinend einige. Wir sind auf einem Skorpionhügel. Ist halt auch nicht mal einfach so runterlaufen, ne, einem Berg. Warte mal, ich nehme auch mal hier so einen Tree Bark. Der mag dich, ja. Er hat mich zum Anstechen gern. Da vorne ist ein Wildschwein oder irgend sowas. Werde ich jetzt mal noch nicht angreifen und schauen, weil... Crafting, da haben wir irgendwas. Oh! Eine Steinaxt. Jetzt ist aber die Frage, ne, wenn ich sowas bauen kann, aber ich habe doch die Iron Axe. Tool Class? Ja, stimmt, also die hat 175% Effektivität. Zum Werfen ist er auf kurze Distanz. Also da brauche ich mir nichts craften. Was kann ich denn noch machen? Stonecutter. Die Kisten können wir dann bauen, wenn wir zurück sind, aber... Aber was kann ich noch machen aus den Dingern hier? Ah, zum... Okay. Bauspindel kann ich mir da machen. Da brauche ich allerdings hier... Lianenrope. Das heißt, ich muss einen Baum finden, an dem es Lianen gibt. Das ist dann so wie bei... bei Green Hell. Schon wieder. Jetzt hör halt auf. Man kann es auch übertreiben, ne? Mal schauen, aber Äste würde ich auf jeden Fall noch mitnehmen. Upsa. Die Animation ist aber auch echt nicht nett. Zu real. Ich sehe bei den Klamotten sowas wie Armbinden. Vielleicht hilft das gegen Skorpione am Arm. Oh. Bandolier. Buildings. Das hier. Leaf Bandolier. Ah, da brauche ich, okay. Da brauche ich eben diese Liane. Aha, da haben wir eine Schlange. Ja, ja. Ich will nicht, dass du mich beißt. Ich lass dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe, oder? Oder wie machen wir das? Oder soll ich es mal probieren? Interaction? Oh, Snake Tail. Schnappen wir uns. Und was kann ich damit machen? Zerlegen kann ich es nicht. Das haben wir, glaube ich, schon, ne? Ja. Tool Class. Bait. Ah, okay. Das ist zum Angeln. Alles klar. Tinder Mushroom, was hat der? Was kann ich damit machen? Blueprint? Dried Snake Tails. Ah, nicht verfügbar in der Demo. Also da kann es durchaus sein, dass wir noch einige Male sehen, dass das nicht verfügbar ist in der Demo. Aber ich finde es generell jetzt schon sehr nice, muss ich sagen. Sind da irgendwie Lianen dran? Nee. Oh, schon wieder so Hund. Das sind, glaube ich, die Ratten des Dschungels, hä? Huh?
schauen wir uns halt ein bisschen weiter um. Jetzt kannst du selbst klappern. Kann ich die essen? Warum sammle ich die? Ich kann die nicht essen. Tindermarsch, ich würde die jetzt halt nochmal wegdroppen, weil... Tree Bark, da haben wir gesagt, das brauchen wir hierfür. Das bringt mir ja nichts, wenn ich das Zeug sammle. Das Einzige, warum ich sammeln sollte, ist im Grunde für die Erfahrung, ne? Weil ich für... Schon wieder eine Schlange. Ich glaube nämlich, dass man hier Erfahrungspunkte bekommt. Charakter. Crafting. Ja, Konzentration. Was mit V? Hotkey? Ach so, das muss ich, okay. Und es gibt eine Map. Start Mapping Process to draw the map. Mapping. Select Mapping Tool. Holla, man kann sich die Karte selber machen. Machen wir halt mal Start. No Tool Selected. Okay, irgendwas muss ich dann natürlich auswählen, das ist klar. Level 1 in Geschwindigkeit oder halt Durchhaltevermögen. Könnte das ein Baum sein mit Lianen? Nee, nochmal Äste, aber die können wir ja mitnehmen, ne? Es ist finster. Hat da jemand das Licht ausgemacht? Also man läuft da halt auch nicht einfach so mal in den Berg hoch. Das finde ich auch nicht schlecht. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, wo ich hinlaufen soll. Auch wenn mich jetzt halt eine Schlange beißt. Im Grunde ist es ja... für jetzt halt erstmal egal, ne? Level 2 in Kraft. Aber jetzt sehe ich wirklich nichts. Was haben wir da? Es ist etwas finster, oder? Da ist auch nichts. Da ist nichts. Außer wäre das so Pilz. Ich weiß nicht, wie ihr seht, ob das okay ist für euch noch. Beißen mich hier noch zu Tode, so Stück für Stück. Immer mal so ein kleiner Bissen. Okay. Das ist der große Baum hier? Quiet Item Drops, Cartography Tree, Place Ladder. Ach, da muss ich hochkrabbeln. Alles klar. Nice. Na, Duster halt. Eine Fackel wäre echt toll, auch in der Höhle. Warte mal, ich schau mal, ob ich eine craften kann. Ach, das ist Charcoal for Mapping. Da brauche ich allerdings das Campfire in der Nähe. Wooden Club. Torch, da haben wir Torch. Und was brauchen wir? Wer sagt's? Aber habe ich ja vorhin, glaube ich, schon gesagt, ne? Dann bewegen wir uns halt mal hier ein bisschen im Licht. Gehen wir mal einfach weiter hinter. Vielleicht ist da hinten eher irgendwas an Liane. Ich glaube aber, dass ich so einen Baum schon gesehen habe. Ist das ein Huhn? Tatsächlich.
Alter! Was geht denn mit dir? Okay. Probier's nochmal, probier's nochmal. Was für ein ekelhaftes Viech, hä? Take on the shoulder. Oder Interaction. Okay, den kann ich rupfen. Das geschieht ihm jetzt aber auch gescheit recht. Ich habe eben ein Abo für einen Kanal geschenkt bekommen, auf dem ich noch nie war. Ich kenne den gar nicht. Wie geht das denn? Oh, gewittert ist draußen. Wenn das jemand halt verschenkt. Sag mal, die machen mich hier echt fertig, hä? Okay. So ein Harris Hawk oder wie der heißt. Denke ich mal. Ach, eine Harpie. Okay. Nice, was es hier nicht alles gibt für Tierchen, hä? Und der nächste. Ja. Pfeift, die machen mich so Stück für Stück fertig, hä? Was haben wir denn hier für Gebetssteine? Könnte das einer sein? Nee. Also alles, was ich will... Eine Nessel. Okay, wenn ich die natürlich rupf, 16%. Da kann ich auswählen, was ich... Ah! Das ist krass. Ich würde sagen, ich tue es mal machen. Also ich nehme es mal mit dem Messer. 13 Minuten, 9 Minuten. Machen wir mal. Bin jetzt eh schon so verletzt, ne? Dann macht das ja auch nichts. Was ist denn der Blitz? Das ist die Ausdauer. Die gesamte Natur ist permanent gegen dich, ja. Zum Glück haben wir das Signalfeuer noch nicht aufgebaut, weil sonst wüssten wir ja, wo wir hin zurück müssen. Da steht's doch, wenn ich... Hinter mir ist es angezeigt, also... Was ich bekomme. Da haben wir den großen Baum, der irgendwas hat. Oh, Lianen! Nehmen wir alle. Ja, komm weg. Aber trotzdem, man erschrickt auf jeden Fall. Das muss ich sagen. Man erschrickt auf jeden Fall, wenn plötzlich einem hier sowas über die Hand krabbelt, auch wenn es nicht die eigene ist. Oh, komm her. Ja, das war zu früh. Crafting. So, wir wollten uns eine Fackel machen. Da, Torch. Ach nee. Kann man hier mal irgendwas machen? Ich weiß, ich brauche auch immer extrem lang, aber... Torch, was fehlt mir da noch? Lamp Oil. Jetzt ohne Mist. Ich brauche Lampenöl dafür. Okay. Some Leaf Trees... Dann mach dir die Armbinden. Da hast du recht. Da. Signalfeuer kann ich dann später machen, weil die Blätter habe ich ja schon drin. Zu Item.
Was brauche ich da noch? To learn a blueprint, study these resources. Wie study ich die denn?